Damit hallo und jetzt willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir sind hier beim Ausrufezeichen Man mit Dorian. Hallo. Und ich glaube, der Typ hat Autismus oder so, das weiß ich nicht. Das ist, der kann sich kein Laufband leisten. Achso. Joggt halt einfach gegen. Alter, was ist denn mit dir los? Ich stehe ja doch nur rum, ey. Ja, das hast du davon. Ah, oh, ich muss anonym werden, um damit zu hintergehen. Ich dachte, ich könnte jetzt einfach den abstechen und dann ein bisschen umgehen. Darf ich gleich was sehen, was passiert? Dankeschön. So. Was hast du davon, dass man mich anrümpelt, ja? Wir sind hier in einem Berliner Freibad. Und was? Soll, ich jetzt ja, genau so. Das sind die exakten Zustände in Berliner Freibad. Ey, Kana, sei gegrüßt. Ah, jetzt bist du hier. Haben wir nicht schon 10-mal gesehen. Entschuldigt ihr uns bitte, Freunde? Nein. Was wir zu besprechen haben, können die auch hören. Diese Unterhaltung wurde langsam unangenehm. Achso, ja, dann. Was kann ich für dich tun? Oh, komm mal, jetzt Michael Jackson. Mir bei der Suche 1 Million Euro Jackson. Cash in dem Koffer. Natürlich. Aber ich glaube, du machst das kein Euro. Treffen mit Männern, die dir helfen können. Ja, mit Bunter, Männern. Warum kommst du nicht mit? Das ist der bald bloß, wenn er nicht aufpasst. Es ist schön zu sehen, dass die Menschen sich endlich gegen das Unrecht erheben. Ja, sagt endlich. Sagt ein Mann, der eine Sklavin besetzt. Oh, gefrontet. Wen? Sorry? Ich stehe zu meinem Wort, mein Freund. Sie ist keine Sklavin, sondern eine freie Frau. Zumindest auf dem Papier. Manche Menschen ändern sich nicht so schnell. Es ist tragisch, dass wir trotz allen Fortschritts festhalten an dieser Barbarei. Dann sprich dich dagegen aus. Wir müssen zuerst unsere Rechte verteidigen. Ist dies geschehen, werden wir uns um diese Probleme kümmern. Natürlich. Selbstsüchtiger. Von hier, so wie der sich gibt. Lass uns zusammenarbeiten. Geht ich wollte gar nicht. Hey, es ist mein Haus, egal was ihr Steuereintreiber sagt. Wenn diese Narren meinen Besitz wollen, sollen sie selber über den Teich segeln und ihn sich holen. Darüber wird nicht diskutiert. Jetzt öffne die Tür oder meine Männer werden sie eintreten. Ja. Na, genug, wir kommen rein. Wow. Ich schätze, das Offensichtliche ist Beweis genug, Connor. Geh nur weiter. Ich treffe dich an unserem Ziel. Ah, jetzt mischen wir sie auf, let's go. Keine Ahnung, worum es geht. Er könnte ein übelster Vergewaltiger sein, aber let's fucking go. Ja, jetzt brauchst du keine Hilfe mehr. Jetzt brauchst du einen Sanitäter. Aber die wurden noch nicht erfunden. Hör da mal auf mit deinem kleinen Musketchen da. Das ist hier irgendwie auch, wenn ich mich richtig erinnere, solche ganz schweren, starken Gegner. Ja, nervige Rücken, ne? Ja, okay, Slow-Mo, danke für den Rang. Ihr Hummerbuckel? Was? Was auch immer ein Hummerbuckel sind. Er ist bestimmt. Oh nein, und da bekannt das Stoffzahler. Nein! Ich werde mich jetzt ritzen gehen, weil ich das nicht geschafft habe, du Kackspiel. Was? Damit hast du nicht die super ultra mega Platin-Trophäe freigeschaltet. Ich weiß jetzt auch nicht, was das für ihn war, aber ich freue mich, dass es passiert ist. Hey, wieder 500 Kilometer laufen. Mann, das ist ja fast so, als gäbe es ja noch was anderes im Spätzutat. Aber guck mal, das ist das Beste, was im Spätzutat passiert. Du kannst Hunde streicheln. Und Katzen tunneln dich und Schweinwinkel rein dich. Und da ist eine Kiste, die ich niemals öffnen werde, weil ich meinen Controller nicht angeschlossen habe. Ach so. Ja. Ist das ein Controller zu tun? Ja, weil das mit der Maus einfach zu viel Spaß macht und ich habe mir einen ärztlichen Test holen lassen, dass ich nicht so viel Spaß haben darf. Achso. Weil sonst die können böse Dinge kosten. Verstehe. Ja. Ist so wie wenn du im Auto spielst, macht das auch Sinn. So. Ich bin Connor, ich kann mich teleportieren, ich würde mich nicht mit mir anlegen. Oh, hast du sogar geschossen? Krass. Hast du rausgefunden, wie viel so ein Moskito so da ist? Kein Problem, renn euch weg. Verflixt! Von allen Miesen! Einer wird entkommen. Oh, ich laufe heute Gassi. Den müssen wir auch noch retten, oder? Nee, das ist hier so ein Quatschkopf. Halt die Fresse. Ich hab ihm kurz gesagt, dass seine Mutter eigentlich ein Mann ist und dann das hat ihn zu sehr getriggert. Das wollte ich zwar nicht, aber ich bin froh, dass er später das gemacht hat. Ich finde es immer gut, dass, oh, da ist ein Objekt, da kannst du draufklettern, da musst du draufklettern. Das finde ich immer gut. Ich habe da nicht so viel Choices, weißt du.
Ist ja kein Multiple-Choice-Game. Das war sehr, 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 sehr schlecht. Ich weiß. Ich wusste gar nicht, dass es damals auch schon Hartz IV gab, weil ich meine, warum stehen die alle hier nur rum und machen das? Weil die nicht irgendwie arbeiten oder so. Allein hey, irgendwie diese Geschichte, dass du hier mit den Gründervätern von Amerika zu tun hast. Und so. Ja. Finde ich irgendwie merkwürdig, Donner, weiß nicht. Ich stelle dir einige Gleichgesinnte vor. Der Besitzer dieses feinen Etablissements, William Molyneux, und der Leiter und Chefkoch seines neuesten Projekts, Stefan Chaffaut. Wie spricht man so? Ah, Connor und ich haben uns eben erst mit den Rotröcken eines Steuereintreibers vor meinem Haus amüsiert. Leider, die Eintreiber werden dreister und gewalttätiger. Darum müssen wir uns kümmern, Samuel. Wir müssen Samuel einen Jackson. Banner hissen, damit die Leute wissen, dass sie nicht allein sind. Die Docks sind ein rechter Kampfplatz zurzeit. Demonstranten schirmen die letzte britische Teelieferung ab. Die Augen der Stadt sind auf diese Bühne gerichtet. Ein Bosner ohne Tee ist eine reißende Bestie. William Johnson schmuggelt den Tee von den Schiffen. Einer seiner Männer wollte mir das hier verkaufen. Eine Probe von dem Angebotenen. Doch sie ist von den Schiffen. Der Stempel lässt keinen Zweifel. Er verlangt einen stolzen Preis. Er muss ein wahres Vermögen damit verdienen. Wo ist er jetzt? Ich habe den Mann nie gesehen. Darf ich fragen, warum du ihn suchst, Connor? Er hat vor, das ganze Land zu kaufen, auf dem mein Dorf steht. Und ohne die Zustimmung meines Volkes. Zweifellos finanziert der Profit dieser kleinen Schmuggeloperation den Ankauf. Für die Schmuggler ist sie eine Wohltat, diese Teesteuer. Ich wette, dieselben Männer, die die Steuer erheben, verkaufen den Tee. An der Bühne verlangt nach Spektakel und ich kenne das Stück. Ja. Das wäre was ganz was Neues. Connor, geh zurück Connor. Zu den Docks und sorge. Dass man sich mal solche Sorgen um Tee gemacht hat, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ja, ich meine, stell mal vor, du würdest jetzt keinen Kaffee mehr bekommen, wenn auch alle zusammen ausrasten. Ich hatte einfach Energy Soft und das schon. Aber da ist auch Koffein drin. Okay, sagen wir Koffeinsteuer. Du musst ja. 100 Euro pro Gramm Koffein zahlen. Ach, keine Ahnung. Wahrscheinlich, das gibt es doch wahrscheinlich bald sowieso. Peng! Ich hab's kommen sehen. Pass auf, Mann! Er läuft aber weiter. Oh, Entschuldigung. Willst du mich bimsen? Da ist eine Ratte, die ist eben geschwebt getan. Lol. Die hat nicht die ist nicht gelaufen, die ist aber weggeschwebt. Oh, jetzt habe ich das Limit. Kennst du doch. Ja, bei mir schwebt die auch manchmal zu Geld. Oh, da ist irgendwas, was ich umbringen kann. Let's go. Ich habe keine Ahnung, ob ich soll dabei. Hallo, was geht denn? Seid ihr alle noch Fisch im Schritt oder seid ihr schon abgeschammelt? Die Leiche da links lebt da noch. Ich finde das immer schön bei Ubisoft Spielen auf die Bugs zu kommen. Weil ich meine, wo sollte es sonst hinkommen? Nö, ja, das Gameplay kannst du ja schon machen. Ja, es ist ja auch nicht die Remastered Edition, ist bestimmt viel besser. Ist aber auch. Achso, ja stimmt, davon gab es ja. Achso. Ja. Davon gab es ja auch noch nichts. Aber natürlich auch für diese Mechanik beispielsweise finde ich irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Das ist hintereinander andauernd. Na, wieso ist das einfach? Weil links klicks beim. Ja, ja, das ist ja der Punkt. Also, das macht es ganz so viel zu einfach. Meinst du? Mein Bestes. Vor allem, da musstest du noch gucken, ja, wenn der Typ angreift und dann erst die Konterattacke machen. Ja, einfach links klick, bam, 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 bam. Nö. Ne. Nee, ich glaube, bei Brotherhood ging das auch schon. Das, was du jetzt hier machst. Naja, in der. Stehen bleiben? Kann immer noch, ich kann nicht stehen bleiben. Ich hab ne Bombe im Arsch, wenn ich stehen bleibe mit so Bomben. Oh nein! Idiotin, ich bin aber ein Mann. Bitte gender mich korrekt. Sonst werde ich sehr schnell sehr böse. Ich sollte zum Beispiel sich gerade mal weiter stängeln, aber gut eigentlich. Immer schön gegendert. Ja, ist so ein Mindestrolle. Das ist bestimmt in der Remaster-Version anders. Ja, da steht auch in den Untertiteln dann Menschen innen. Ja, da spielst du wahrscheinlich einen schwarzen, transsexuellen Indianer Assassinen, keine Ahnung. Der außerdem auch Feminist ist. Also ein Assassin's Creed wird auf jeden Fall noch kommen, da kannst du dir sicher sein. Muss. Die wollen ja Profit machen. Dass die damit keinen Profit machen, das ist zwar den ganzen Filmen nacheinander immer wieder nicht aufgefallen, aber ja.
Doch, die Leute, die haben laut das Schreiben wird das Spiel gefallen, das ist das Wichtigste. Ja, das sind aber diejenigen, die das Spiel gar nicht spielen. Das ist, ja, das ist egal, aber die haben am lautesten geschrien. Kannst du das bitte abschießen? Nein, muss ich schon nicht angucken. Ne? Ja, legen muss ich das. Das klingt ziemlich schmerzhaft. Oh Gott, zurücktreten. Oh nein, Hilfe. Wow. Jetzt ist das die Brücke halt kaputt gemacht. Ich hab den Tier kaputt gemacht. Was soll ich hiermit eigentlich anfangen? Ich hab's einfach aufgehoben. Aber es behindert mich, deswegen habe ich langsam Lust, das einfach wegzuschmeißen. Oh, hier ist irgendwas. So ein Steckbrief. Bäm, Alter. Ja, die Mechanik gab's ja auch mal. Ja, letztens halt nicht, aber dann jetzt gab's sie wieder. Wir machen die Arbeit, ja. Ich finde es halt sehr interessant, so die ersten, generell so dieser Teil gehört auch noch dazu und danach eigentlich nicht mehr. Also, die Assassin's Creed sind noch, die sind noch so simpel. Ja, mach ein paar Aufgaben hier, mach vielleicht noch die geheime Höhle hier und das war's. Also, weil du hier echt so was Sachen anguckst, wie Assassin's Creed Origins oder so. Das ist ja echt so verlöten, was im Gegenteil. Tja, das viel zu viel. Ich finde, man kann ein Assassin's Creed nicht unbedingt als so ein Dauerspiel sehen. Und so ein Origins, dann brauchst du ja 1 Milliarde Jahre, bis du das durchgespielt hast. Mhm. Assassin's Creed 2 beispielsweise war in der Hinsicht ja absolut perfekt. Einfach die Story, noch ein paar Missionen, sonst war's. Aber halt natürlich auch eine coole Story gehabt. Ich hoffe, wir kriegen bald eine genderneutrale Story. Hui, ich bin spüren. Das kann sein, in Vice City nicht. Das Spiel ist besser als GTA Vice City. Ja, okay, das ist nicht schwer. Ey, Vice City war cool. Na ja. Nimm mir ein Spiel, wo du so einfach einen Panzer hältst. Kannst du Panzer? Ja, manche Leute sagen auch, hier Tetris war cool. Bin ich auch nicht der Meinung. Oh nein, ich werde so viele Unschuldige umbringen. Also gar keine. Was war das denn? Ah, Pulverfässer. Oh. Ja, was machst du jetzt, ja? Oh, schießt nach mir. Unerwartet. So langsam. Wie, und jetzt regenerierst du dich einfach direkt oder was? Ja, COD. Ja. Und dann passiert das. Muss sag mal nicht, dass das nicht glaubwürdig aussah. Hui. Der wohl niemals Fortschritt macht. Komm, schlag mich. Ich glaube, der schlägt doch mit der falschen Seite zu. Aua. Hm. Oh. Das hat er so einen Spitzhacke verloren. So, irgendwie, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja auch die Begrenzung der. Der Technologie zu der Zeit, weil ich weiß gar nicht, war das hier schon eigentlich ein PS3 oder ein PS4-Spiel? Ich glaube eher ein PS5-Spiel. Ach Quatsch. Upsi. Oh. Oh, jetzt ein Freund abgestochen. Sowas wie der Hafen und so weiter, müsste ja eigentlich viel belebt werden. Ja, aber das ist halt die Engine, die aus sich halt die Leute, die spawnen ja schon einfach so. Na, nicht mich anfassen hier. Erstmal Judo machen. Bam, Alter, weggeschlachtet hier. Du Schwein, ja, du auch. Bam, Alter. Kannst noch jemand? Ich muss noch 25 gehen haben. Halt mal deine Klappe. Bam, bam, wir haben Trommeln und laufen durch die Stadt. Wir sind nervig, wir sind dumm. Keiner braucht uns drum, lulum. Wir sind friedlich, was seid ihr? Kannst du irgendwie mal von den Zaun da gehen? Oh, da ist ein Schmuggler. Er schmuggelt, pass auf. Und jetzt schmuggelt er nicht mehr. Upsi. Er hat Schmuggelware. Er hat Schmuggelware. Was das? Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Ach, komm mal, ein Kock. Ein Türke, ein Truthahn, ein Turkey. Oh Gott.
Oh nein, ich habe Mission nicht zu 100.000% beendet. Was ist weg hier? Hier sitze ich. Ich habe nicht genug getrunken. Guck mal, einen muss ich noch umbringen. Steht da oben links. Ja, ich mach den Trommler weg, weil der ist sowieso zu laut. Stefan Chapeau. Ich habe einfach den Trommler umgebracht und die marschieren weiter. Ach, so ruhig hier, ist ja komisch. Hi, Alte. Hui. Mann, ich wollte sie ansprechen. Es gibt Schafe. Oh, ich kann auch Schafe streicheln. Kann ich auch Cock streicheln? Nein, aber ich kann meinen Mais auf sie auskippen, dass ich irgendwo hier habe. Box streicheln. Puh. Wir brauchen hier drüben Hilfe! Los! Ich glaube, du brauchst keine Hilfe mehr. Sind die jetzt ernsthaft ohne ihren Trommler weitergezogen? Ja. Lass sie. Komisch, dass es so ruhig ist. Ach, egal. Jetzt immer bitte reingehen. Achtung, Flashbang. Ich glaube, dafür gibt es bestimmt auch irgendeine Mod, die das entfernt. Ich habe da keine dafür gefunden. Das hässliche Klampen freischaltest. Ich wurde beraubt. Ich brachte meine Wertsachen hierher und dann kommt jemand und beklaut mich. War nicht, ne? Wo willst du denn hin? Wir wiederholen, was rechtmäßig meins ist. Uiuiuiui, jetzt wird aber frisch. Chapeau verteidigen. Ach, wie schön. So eine Mission. Da müssen wir jetzt hinterher schleichen, während er, keine Ahnung, irgendwas beschwört. Mit jeder Person, die er sieht, Stress anfängt. Ich will die Ratte streichen. Ein paar jämmerliche Rotröcke warten auf eine Abreibung. Hallo. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Krapül. Ich dachte nicht, dass du viel schlägst, weil ich das alles mal war, Maya. Einbildung ist auch eine Bildung, ne? Meins. Abgezogen. Sie nahmen mir meinen Vater in Kanada und nun nehmen sie meinen Besitz hier. Oh, es reicht. Sind das Zombies? Ja, bu. Schön die amerikanische Revolution und Zettel. Ja. Hab dich abgeschissen. Hat sie gerade einfach so eine Waffe folgen lassen. Ich glaube, er hat sich gegeben. Naja, egal. Das passiert. Sehr merkwürdiges Bild da im Hintergrund. Das erinnert mich so ein bisschen an die Sims irgendwie. Nein, die hatten mehr Persönlichkeit. Ja, gut, schön. Der Verantwortliche wird dafür büßen. Oh ja. Und seine Freunde auch. Aber auch seine Freundin? Ich war zu lange ein friedlicher Mann. Lernt meinen Zorn. Die ist ausgenommen. Achso, schade. Jawohl. Hey, suchst du Streit, Engländer? Ich gebe dir, was du suchst. Was sucht er denn? Ich glaube, er sucht seinen Tee. Ach nee, haben wir noch nicht versehen. Erstmal nachladen. Lalalala. Los, Stefanie, lauf doch mal ein bisschen schneller. Oh oh, denn hier los? Nö, der hat einen Schuss überlebt. Das war ziemlich frech von ihm, das war aber so ein Schuss überlebt. Aber der ist auch wohl genährt. Guck mal, der hat eine Axt. So, du musst aber letztendlich auch bedenken, wie viele Schüsse du eigentlich überlebst. Ich bin ja auch ein Indianer. Das ist ja nur einer von der 42. Was auch immer die sind. Was heißt denn zu langsam? Ich werde gerade ausgerüstet und schwach kommt. Oh Gott. Zu langsam sticht mich gerade ab. Zu langsam. Sie vertrieben mich. Ich fand eine neue. Das wollte ich nicht. Und auch die wollen sie mir nehmen. Ja, bei mir stinken wir nicht drüber. Kann ich die Axt mitnehmen? Vielleicht kann ich die sogar werfen. Nein, ich habe sie einfach abgezogen. Gut. Ist jetzt meine, ich habe nichts gesehen.
Glaubwürdig oder nicht? Hat er den da in der Hand? Seine Mutter. Guck mal, weiß ich nicht. Ich wollte nachgucken, weil es diesmal. Das ist eine Weile. Leistung gebaut. Achso, ja, ja. Kann man bestimmt sehr ungeschoren damit davon, wenn man einfach so Soldaten haben oder so. Aber doch bitte nicht so. Nicht so. Irgendwann gibt's keine mehr. Ne. Ja, gut gemacht, weiter so. Ich glaube, die spielen den falschen Dialog. Bin mir nicht sicher. Meinst du? Irgendwie, ja. Ich will meine neue Axt benutzen. Ich darf sie nicht benutzen. Oh Gott, kannst du irgendwie noch ein bisschen langsamer laufen? Oh nein, da sind noch mehr Affenhörner. Hier schlage ich auch noch das Gesicht rot, Krapül! Du wiederholst dich, du Krapül. Oh, Doppelkill, geil. Hast du das gesehen? Mit einem Fall 2 im Rot. Der Fell ging durch ihn durch. Oh Mann, Flashbang, wir sind da. Verstört? Du blöder Bastard! Soll ich deiner Meinung nach Johnson sagen, sein Tee hätte sich spontan selbst entzündet? Klar. Unsinn! Jemand ist dafür verantwortlich und du wirst herausfinden, wer! Und versagst du, weide ich dich aus und finde einen anderen, der es kann! Was nun? Ein Fenster öffnen. Setzen Sie Assassinen-Rekruten im Kampf ein oder nutzen Sie einzigartige Fähigkeiten. Halten Sie T gedrückt, um das Assassinenrad zu öffnen. Attentat. Nein. Eine Scheu, komm. Danke für die Flashbang. Wer zur Hölle bist du? Deine Mutter. Genau. Ich bin Sparta, wer bist du? Warum? Du hast kein Recht, die Leute zu berauben. Ob das Parlament zustimmt oder nicht. Britisches Parlament? Ich arbeite für William Johnson. Johnson? Beende seine Qualen anständig. Aus dem Garten, kommt her und seht! Bitte. Scheiß zensierte Version. Die Leute haben scheinbar ein Urteil. Deutschland immer wieder. Was ist mit deinem Besitz? Die Leute hören mir nur zu, weil ich die Wahrheit spreche. Deutlich. Und das ist tausendmal mehr wert als der Inhalt meiner Truhe. Sonst die Briten doch behalten. Du hast dich heute bewährt. Ich sagte vorhin, ich gebe dir ein Ale aus, wenn du mir hilfst. Statt des Biers biete ich dir Gefolgschaft. So du willst. Deine Hilfe ist willkommen und ich danke dir. Gefolgschaft? Jetzt muss ich wohl zu Sam Adams. Kommt und seht, was die Natur bietet. Gut, dass er quasi Amok läuft, weil ihm irgend so ein Arschloch so seinen Inhalt geklaut hat und so. Ach, der Inhalt ist mir nicht so wichtig. War nicht so schlimm. Ich konnte jemanden umbringen. War schön. Feine Schaf. Ja, Mission mit diesem Symbol ausschalten, um Eiweißzucker beim Plus-Item zu befreien. Okay, mal gucken. Ich gebe auch gleich Nachlass, aber vor allem mache ich erstmal einen kleinen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part dieses wunderschönen Spiels wieder. Bis dahin. Tschüss.